Oh, meine lieben Freunde, da bin ich wieder zurück zu The Legend of Zelda Majora's Mask. Wir wollen heute keine Zeit verlieren. Ich habe auf die Uhr geguckt. Wenn das alles so klappt, wie ich es mir denke, dann machen wir pünktlich Feierabend hier heute mal. So, und das war? Boah, als hätte ich es gewusst. Ja, ich kehre jetzt zur Dämmerung zurück, mache das Rennen dann offscreen oder so. Ja, passiert. Jetzt kommt Dämmerung des ersten Tages. Es verbleiben 72 Stunden. Weil ich hell sehen kann, weiß ich das. Bin ich nicht gut? Ja, ich bin super. Ja, mir geht's heute blendend. Ich habe heute mal die Zeit genommen, um vorzulesen, ne? Zum Ozean kommen wir am besten. Oder auch nicht. Zum Ozean kommen wir am schnellsten durch das Westtor. Ja, so. Flaschen sind leer, Dynamit. Also hier, Pulverfass ist weg. Ein bisschen schade drum. Aber ich habe die Maske noch auf, oder was? Ja, verstehe das, wer will. Auf jeden Fall möchte ich diese Maske mal absetzen, weil sie hässlich ist. So eine Heslon-Maske ist das. Aber ich wollte doch sowieso mit der die ganze Zeit rumlaufen. So, sehe ich wenigstens aus wie in der Wirklichkeit. Nee, ja, unser komisches Schwert wieder. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Ach komm, nee, ich möchte normal rumlaufen. Aber was wir jetzt machen werden, wir werden erstmal zum. Oh, du da. Halt. Jetzt brauche ich die Maske doch wieder. Hallo? Ja, du hast ihn noch nie gesehen oder so, ne? Oder hast ihn schon mal gesehen, aber erkennst ihn gar nicht wieder oder so. Bringt am Morgen des ersten Tages. Ist mir egal. Nein, ich möchte sie erst absetzen. Nein, ich möchte sie erst absetzen, habe ich gesagt. So. Ich muss jetzt nur noch mal den Ort finden, wo man nämlich. Auf der anderen Seite war der, glaube ich. Wollen ja eh nach Westen. Und Westen ist hier. So, damit wir endlich erstmal hinbekommen. So, jetzt können wir uns auch endlich hierher porten. Bin ich glücklich darüber, auf jeden Fall. Bomber, ja, hey, wir müssen es erraten. Notizbuch 20, Aufkleber, Jubeln, Regeln, Bruderschaft. Ja, so. Ja, es ist mehr ein Schwert. Von Schildbuch kann man. Warte mal. Von der Schädelbucht. Oh, aus. Achso. Von der Schädel. Nee, wie spreche ich? Von der Schädelbucht aus hat man einen herrlichen Blick aufs offene Meer. Sei trotzdem vorsichtig. Was hattest du gesagt? Achso. Schädelbucht, ja. Mag Steppen und Ebenen, die aussehen wie Steppen. Ja. Die Potato. Eigentlich was die Monster, wollte ich sagen. Aber okay. Potato ist auch nicht schlecht. Keine Ahnung, warum ich das jetzt. Oh ja. Oh. Ja. So, Salzgeruch mehr das Ganze in der See, sein Zaun ist zu hoch. Wir brauchen ein Pferd, um es da rein kann. Upsi. Verzeih, ich vergaß. Ach, jetzt weiß ich auch, was die mit dem Pferd meint. Wegen ihr haben wir unser Pferdchen verloren damals.
Kann ich mich hier nicht irgendwie sogar wegglitschen oder so? Ja, keine Ahnung. Ja, das war Cheetor-like. Ich gebe es zu. Gehen wir erstmal. Jetzt mache ich zwar einen riesengroßen Umweg gerade. Dann gehe ich mal als erstes nach Osten. Ins Canyon-Gebiet. In der Hoffnung, irgendwas zu finden. Okay, das kam unerwartet. Nichts. Wow, hier kann man also Käfer farmen. Hooray. Wichtig, dann müssen wir uns merken. Falls wir Käfer brauchen, die wir eh nirgends finden können natürlich. Ah, dein Monster. Warum kämpfe ich eigentlich mit dir? Und wie das Spiel immer anfängt zu laggen. So. Nein, geh weg. Ein Zaun ist möglicherweise vorbei, wir müssen drüber springen. Ja. Ich hab's gelesen. Hoffe ich mal. Fällt da was runter? Nö. Dann nicht. Also ich muss irgendwie zur... Okay. Verstehe ich jetzt zwar nicht, aber okay, muss ich auch nicht. Ich bin ja nur der Spieler, der das Spiel spielt oder so. Ich wollte irgendwo hin. War das hier die Bar? Ich glaube ja. Ich wollte in die Bar, weil er hier ist. Das Abendschrift, wenn er mit dir ist, zeigen wir gerade bleiben. Ich weiß nicht, wo diese komische Farm ist. Ich weiß auf jeden Fall, dass es eine gab. Postbote, hier Postbote Pat, komm mal her. Woher kenne ich Postbote Pat? Reden. Ich hab zu tun. Ich hatte durcheinander. Ja, so du mit das Post abgeben so. Und wie ich, ja, ich muss langsam mit euch schimpfen, wie ich schon gar keine Rückmeldung mehr bekomme hier von irgendjemanden. Ich mache Videos, aber ich freue mich trotzdem, weil ich Videos machen kann, weil ich es kann. Aber trotzdem würde ich gerne mal ein paar Statements bekommen wieder. Also, vermissen nicht wirklich, aber ich würde mich freuen. So. Nee, Frosch, lass mal. Ja. Das tut mir leid, es ist leider blind. Kann ich nicht viel machen, aber vielleicht hilft uns ja unser lieber, netter Freund, der Maskenhändler. So, ah, du bist es, du trägst nun. Mein Gott. Achso. Also hast du Majora's Mask wieder zurückbekommen? Du hast sie immer noch nicht. Wie oft soll ich dir erklären, dass etwas Furchtbares passiert, wenn du es nicht bald zurückbringst? Wir bleiben noch 22, 4, 66, ha.
Du hast nicht ewig Zeit. Nutze sie gut, so gut wie möglich. Du kannst es schaffen. Ich vertraue in deine Fähigkeiten. Hab Vertrauen. Ja. Cool. Wie komme ich zu meinem Pferdchen? Ich werde einfach noch mal zu den Goron gehen müssen. Wow. Monster Lag? What the fuck? Irgendwie kann man mit dem Goron voll schnell Rubine farmen. Ja, natürlich. Ich wette, ich hab... Oh, ich hab doch Pfeile. Hätte ich gar nicht gedacht. So, einmal ganz kurz kratzen. Das habt ihr vielleicht gehört. Es tut mir aber auch irgendwie gar nicht leid. Obwohl, eigentlich kann ich die ja auch, ne? Ja. So, ich freue mich schon. Alles ist wieder im Schnee versunken. Diesmal wirklich. Das weiß ich nämlich. Weil ich es weiß. Was für eine Aussage. Was war der Teil jetzt von mir? Ha, mir fällt gerade ein schlechter Wortwitz. Wortwitz, natürlich. Ein schlechter. Das war schon ein schlechter Wortwitz. Wisst ihr? Nee. Taya. Zwar mit Kaya. Ja, na. You know? Ja, no? Oh. Ja, tut mir wirklich leid. Was? Steht da eine Ente? Ich lasse das einfach mal kommentarlos. Ich habe gar nicht in meine Flasche geguckt. Ist meine Flasche immer noch... Nein. Okay. Kann ich mit leben. Ja, und der Stein ist auch wieder da. Das ist ein bisschen suboptimal. Soll aber heißen, dass wir im nächsten Part, ja, es ist schon wieder soweit, auf Wiedersehen zu sagen, das komische Spielchen dann mit den Krügen machen werden. Ich bin Chiliodoc. Ist aber ein Fans. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss.